So, willkommen zurück bei Let's Play Hawks. Wir haben in der letzten Folge bei dem privaten Militärunternehmen Artemis Global Security angeheuert und werden nun unsere erste Mission für unseren neuen Arbeitgeber fliegen. Diese führt uns in den Mittleren Osten, wie wir hier sehen. Ein Kunde hat Artemis Global Security kontaktiert, damit wir den Kunden... Nein, er leidet halt unter Angriffen eines anderen PMCs, wie es hier so schön heißt. Eines anderen privaten Militärunternehmens. Also kein Angriff von irgendeinem anderen Staat. Sondern diese privaten Militärunternehmen agieren jetzt hier für Staaten. Und deshalb sollen wir jetzt seine Ölraffinerien schützen. Wir haben eine kleine Einleitung, was uns erwarten wird. Hauptsächlich Bodentruppen, ein paar Helikopter, ein paar Bomber. Das sollten wir hinkriegen. Vier Monate später. Willkommen im neuen Leben, David. Ich bin Adrian De Winter, CEO von Artemis Global Security. Wir sind sehr glücklich, dass Sie und Ihre Kollegen vom Hawks-Geschwader unser Stellenangebot angenommen haben. Artemis operiert gemäß des Reykjavik-Abkommens von 2012 als private Militärfirma. Wir gelten als extraterritoriale Rechtsperson mit Vollmacht für globale Operationen. Noch ist Artemis eine kleine Firma, aber wir verhandeln mit vielen namhaften Kunden, die an unserer militärischen Erfahrung und erstklassigen Ausrüstung interessiert sind. Nun möchte ich Ihnen Colonel Bruce vorstellen. Er ist Ihr direkter Vorgesetzter und wird Sie mit allen nötigen Informationen versorgen. Hallo Crenshaw, ich bin Colonel Bruce, Artemis Einsatzleiter für Flugbewegung. Wir werden sicher prima zusammenarbeiten, wenn Sie so gut sind, wie Sie behaupten. Ich erteile Ihnen vorübergehend das Kommando über Ihre alte Truppe. Nach der Mission sehen wir, ob Sie die Stelle langfristig behalten dürfen. Ihre erste Mission führt Sie in den Mittleren Osten. Wir wurden von einem Kunden am Persischen Golf beauftragt, die Sicherheit seiner Ölindustrie zu gewährleisten. Ihre Mission ist es, die Raffinerieanlage Al-Khudun vor den Angriffen der zahlreichen Feinde unseres Kunden zu bewahren. Wir setzen hohe Erwartungen in Sie und Ihre Männer. Enttäuschen Sie uns nicht. Nein. Ja, dann wollen wir sehen, was Artemis hier für hochmoderne Waffensysteme hat. Das ist unsere Empfehlung. Sehr langsam, gut gegen Bodentruppen, gut gepanzert. Was haben wir noch? Eine MiG-21 Fishbat. Kann ich das auch so drehen, jawohl. Sehr schnittig. Ich glaube, die hat auch Strömungsabriss. Ja, instabil. War sehr windig. Und auf jeden Fall ein bisschen schneller. Ich glaube, ich möchte ein bisschen schnelleres Flugzeug haben. Niedrige Zuladung, hohe Zuladung. Ach, deshalb für Anfänger gut geeignet. Ja. Aber ich glaube, die Geschwindigkeit überzeugt mich hier schon eher. 220 Raketen, das reicht auch auf alle Mal. Ja. Damit können wir alles kaputt ballern, das kriegen wir schon hin. Irgendwie wird schon gehen. Raffineriekomplex Al-Khudun. 23. März 2015. Das ist ja auch bald. Ja, sieht nicht gut aus da. Swarm Reaper, hier Einsatzleitung. Dies ist Ihre erste echte Aufgabe. Wir werden Sie also genau überwachen. Ihr Hauptmissionsziel ist es, den Industriekomplex Al-Khudun zu beschützen. Der Umriss der Raffinerie erscheint nun auf Ihrem Harz. Unser Klient hat schon zwei Raffinerien durch Angriffe des Schurkenstaats im Westen verloren. Wir haben handfeste Beweise, dass ein Großangriff auf den Al-Khudun-Komplex bevorsteht. Aber dafür müssen die zuerst an uns vorbei. Unser Klient hat das zivile Personal aus dem Kampfgebiet evakuiert. Sie haben Feuerfreigabe. Angriff nach Ermessen. Flug Reaper, hier Oracle. Ich bin der Airwax Support für diese Mission. Verstanden. Navigationspunkt Charlie erreicht. Industriekomplex in Sicht. Gut zu wissen, dass jemand auf uns aufpasst, Oracle. Hier Casper. Der hässliche Typ an meinem linken Flügel ist Talon. Laut meinen Anzeigen fliegen Sie eine Kampfpatrouillierkurs 135, Entfernung 50 Meilen. Keine Gefahren in Ihrem Sektor. Erwarten Sie Befehle der Einsatzleitung.
glaube, die beiden defekten Raffinerien. Jetzt können sich Ihre Flügelmänner den Soldaten Crenshaw. Brennen da schon. Sie werden jede Hilfe brauchen. Sie können ihnen befehlen, anzugreifen oder an ihrem Heck zu bleiben, um sie zu decken. Ja, dann geht mal auf Angriff hier. Achtung Leute, feindliche Bodentruppen nähern sich dem Alphonut-Komplex aus Richtung 180. Sie versuchen die Anlage einzukreisen und sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Roger, Einsatzleitung, wir schalten sie aus. Roger, Captain, werde Deckung geben. Schwarm Reaper, Oracle hier. Feindliche Kampfhubschrauber nähern sich der Raffinerie. Sie unterstützen den Bodenangriff. Verstanden, Oracle, greifen die Helis an. Benutzen Sie die Trackman, um den strategischen Überblick über das Kampfgebiet zu behalten. Halten Sie die Gegner von der Raffinerie fern. Waffe gewonnen. Raketeneinschlag. Guter Schuss. Verstanden. Hubschrauber. Hubschrauber. Roger, ich folge deinem Flugschwarmführer. Ich orte einen Schwarm Erdkampfflugzeuge, die den Canyon verlassen und sich der Raffinerie schnell nähern. Diese Ziele haben Priorität. Ja. Die Jagdbomber hat Priorität. Diese Jungs meinen es ernst. Ja, ist auf jeden Fall Handling ist nicht so einfach. Ach, was ist denn da? Zeige saubere Trennung. Hauptführer mit Abschuss. Sehe mehrere Explosionsstaubführer, direkter Treffer. Ja, aber. Dann was näher. So. Ziel in Schussweite. Trifft der? Ja. Bestätigter Geschützabschuss. Der darf nicht da rein. Ein Schwarmangreifer wurde zerstört. Gute was Arbeit. Ist denn hier? Achtung, angreifende Fliegerkurs 009, Geschwindigkeit 500 Knoten, nähert sich der Raffinerie. Gehen Sie auf Abfangkurs zu den Banditen. Greifen jetzt an, over. Ich glaube, die Jäger da vorne. Reaper, Vorsicht! Ich horte noch eine feindliche Bodeneinheit zur Raffinerie vorrücken. Reaper, seid auf der Hut! Feindliche Helikopter nähert sich der Raffinerie! Irgendwie habe ich gerade die Rakete mit der falschen Taste abgeschossen. Also nicht mit der man sie abschießen sollte. Was kommt da denn? Feinden nimmt Raffinerie unter Beschuss. Noch eine Rakete abschießen können. Die Raffinerie wird beschädigt. Hallo? Irgendwie was. Passt hier nicht. Ziel erfasst, so. Beginne jetzt mit dem Anflug. Ich kümmere mich um die Helis. Reaper, Vorsicht! Ich orte noch eine feindliche Bodeneinheit zur Raffinerie vorrücken. Einsam an. So, Radar kurz stellen und hier reinrasen. Ein Flugzeug abgeschossen. Reaper, Vorsicht! Ich orte noch eine feindliche Bodeneinheit zur Raffinerie vorrücken. Kein Treffer, zielen Sie besser. Gibt's doch nicht. Die Mission ist teuer. Munition ist teuer, ja. Kostet mich ja nichts. Waffe aufgeschaltet. Schussweite. Wir haben hier überall Magie. Das Problem ist, dass wir nicht sehr langsam sind. Werden wir überwältigt. Oh, das sind einige. Schwarmführer, ich orte einen Schwarm-Erdkampfflugzeuge, die den Canyon verlassen und sich der Raffinerie schnell nähern. Diese Ziele haben Priorität. Die Jagdbomber haben Priorität. Diese Jungs meinen es ernst. Oh, fuck. Guter Abschuss. Noch ein Spaß. Das war knapp. Und das hier ist die Grenze. Yeah. Heftig. Na. Aufgeschaltet.
Lage mehr. Das Ziel wurde im Project Captain werde Deckung geben. Die müssen abgeschossen werden. Oh. Ich habe mich mit Ende von Verteidigung vertan. Das ist schlecht. Gott sei Dank. Die sniped ein. Das ist verwirrend hier. Da. Eine. Irgendwie auf Elite gestellt oder sowas. Irgendwie ist mir das ungewohnt schwer. Na egal. Gott, jetzt kommt es. Jaguar kommt frontal ins Zielgebiet. Raffinerie hat noch. Wo ist sie denn? Überlagert sich gerade. 98%. Also ich schieße schon wieder. Zeit für ein wenig Action. Ziel zu unserem Achtung, Schwarzführer. Ein Panzer kommt in Komplex. Biegen wir mal hier durch die Raffinerie-Ruine durch. So schnell, Ripper! Ich habe Raketen auf den Schirm. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Die sehen fies aus. Radar einschalten? Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. MiG-21. Ich hätte doch auch fliegen können. Verdammt, die sind wesentlich wendiger als wir. Rakete von.
Colonel, wie sieht es aus? Ist die Raffinerie sicher? Ja. Oracle sagt mal wieder nichts. Ich glaube, Oracle sieht auch nichts auf dem Schirm. Und mal wieder fehlen die Spracheinlagen am Ende. Das ist wirklich komisch. Naja. Dann geht's also nach Hause. Ich kann es noch leider nicht sagen, was da erzählt wird. Aber ich glaube, es ist nicht richtig. Ja. Das war's dann auch schon mit dieser Folge. Mit der Mission Adda. Ja, die Replay-Aufnahmen sind wieder etwas. Naja, ich sag mal nichts dazu. Dann schauen wir mal kurz, was uns als nächstes erwartet. Oh ja, Punkte, Punkte, Punkte. Ist natürlich nicht so gut gelaufen. Wir kriegen natürlich auch Punkte, wenn unsere Flügelmänner-Abschüsse erzielen, aber... Ach nee, kriegen wir nicht. Aber die haben eh nicht so viel getan, von daher... Immerhin haben wir eine Herausforderung abgeschlossen. Luftkampf-Anfänger. Ja, 300 Punkte extra. Levelaufstieg, Level 3. Operation Adda beendet. Wir haben die F1G freigeschaltet. Wir sind Airman First Class und wir haben die A7B freigeschaltet. Ich weiß gerade nicht, wer das ist, aber das sehen wir gleich bei der nächsten Mission. Und die heißt Cobalt. Und das fliegen wir in der nächsten Folge. Bis dann.